Also, heißt es der, die oder das gerade Kurve? Der, die oder das gerade was? Der, die, das gerade Kurve. Kann ich lesen? Sorry. Gerade Kurve. Verstehe nicht. Wenn du mit Auto fährst, yeah, mit Auto, gibt es Kurven. Ja. Yeah. Sind die gerade? Nein. Sagt man der, die oder das Kurve? Ich glaube die. Die? Ja. Die Kurve, bist du sicher? Nein, gar nicht. Aber also eh am Ende, meistens glaube ich, ist mit die hier, denke ich. Aber was ist eine Kurve, gerade oder nein? Nein, no, eine Kurve ist nicht geradeaus. Wie sieht sie denn aus? Scheiße, wo man, wer weiß gar nicht. Erklär mal. Ja, gute Frage. Oh, what the hell. Nein, okay, no, eine Kurve, aber es gibt nur einen Weg. So, ja, gerade, das ist geradeaus. Also ist die Kurve gerade? Ja, denke ich. Seit wann ist eine Kurve gerade? Seit wann? Ja. Wenn es gibt nur einen Weg, it's really, this is a philosophical question. And maybe I'm misunderstanding it wrong. But I speak little bit English. My English is not vielleicht good. Vielleicht ich verstehe nicht. Also ich sage dir die Antwort. Yeah. Es gibt keine gerade Kurve. Es gibt keine gerade Kurve, sondern... Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Genau. Du hast gesagt, es gibt gerade Kurve. Gerade, so it means straight. Geradeaus. Ja, aber keine Kurve. Ja, aber see, this is a philosophical Frage. Das ist Fahnenfrage. Ja. Also warte, wir machen nächste. Okay, alright. Was trinkt eine Kuh? Ja, Wasser. Perfekt, perfekt. Ein Ort in Deutschland. Was liegt in der Mitte von Ulm? In der Mitte von Ulm? Ja. Ich glaube, wir waren einmal in Ulm. Was liegt in der Mitte von Ulm? Ja. Keine Ahnung. Ist auch eine Fahnenfrage. Ist auch eine Frankfrage. Fahnenfrage, ja. Verstehe nicht, auch nicht. Also warte. Was liegt in der Ulm? Hat drei Buchstaben. U-L-M. Ja. Was liegt in der Mitte? L? Ja, verstanden. Hey, danke schön. Hast du Instagram? Ja.